Also, ich bin eigentlich waschechter Borzner und habe aber die letzten 8 Jahre in München verbracht, habe von Kreativagentur zu Kreativagentur gearbeitet, Festanstellungen gehabt und meine Erfahrung heim so gesammelt. Und arbeite jetzt in verschiedenen Bereichen, eben von Konzertvisualisierungen, logisch dann auch Visual Effects im Digitalbereich für Film und Werbung und 3D-Animationen. Und dann probiere ich mich jetzt gerade mehr zu etablieren. Grundsätzlich auch die Kunst an sich hat mir allem gut gefallen, weil ich allem schon gezeichnet habe und und. Aber mein Feld ist einfach die Digitalität. Also sicherlich da in Südtirol sieht man wenig in digitalen Kunst. Aber wenn man so in das große Spektrum von der Welt sieht, sind Digitalkünstler voll avantgardistisch und sehr gut angesehen. Und es kommen auch richtig viele coole Sachen raus. Und wir sind im 2024. Es ist so modern alles zusammen und voll interessant, genau mit den Sachen zu spielen. Weil wir haben zum Beispiel, wir kreieren so viele Datensätze, jeder von uns, die Straßensysteme, Autobahnen, was auch immer. Das sind alles Daten eigentlich, die sie sammeln. Die sammeln sie so oder so. Aber die kreativ zu interpretieren, halt ist so der Knackpunkt, was eben voll interessant ist. Ja, also ich wollte einfach mal ein Schaufenster machen, was interaktiv zugänglich ist, auch für die Passanten. Das, was mir gefällt zum Researchen in dem Moment, ist zu sehen, wie ein Mensch auch mit etwas interagiert, mit der Kunstobjekt, nicht gleich umschauen kann, sondern eben das auch Teil des Kunstwerks sein kann. Was eben die Idee jetzt da ist, erstens einmal die ganze riesen Wand aus alten Fernseher zu bauen, um das Nostalgische wieder zu Herz vorzuführen. Und die Mischung zwischen des alten Technologischen und des Neuen ist auch etwas, was mich voll interessiert, das auch zu zeigen, wie weit man Altes mit Neuem mischen kann und etwas Cooles draus machen kann. Ja, ein Programm war jetzt zum Beispiel so eine Regenpartikelwand. Und in dem Moment, wo die KI-Kamera Silhouette sieht von einem Menschen und die Hände erkennt, werden die Hände wie so magnetische Felder, die die ganzen Partikel zusammensaugen und du kannst die dann sozusagen verschieben. Genau, grundsätzlich so eine TV-Wall, eben weil als Kind schon hat man halt einen TV gekauft und den Röhrenfernseher und man hat sich halt schon gedacht, wie kann das sein, wenn das mal den ganzen Wohnzimmer mal vollgestopft ist mit so einem Fernseher und mal Mario Kart oder ein PlayStation-Spiel auf dem Spiel. Das ist so der Urgedanke, wo das halt herkommt. Das ist halt schon so ein Traum gewesen, mal so eine Röhrenfernseherwand zu haben. Jetzt heutzutage siehst du ja logisch mit verschiedenen Flachbildschirmen und hin und her. Aber genau deswegen die nostalgische, futuristische Cyber-Style, das hat mich einfach allem schon fasziniert. Und der Grundgedanke von meiner Kindheit, der hat mich dazu gebracht, das einmal zu realisieren. Also Spaß einmal wegen der Interaktion und dass sie verblüfft sein und überrascht, dass das so etwas geht, dass man nicht allein in einer Großstadt wie Berlin sein müssen oder München oder Paris, um so etwas zu erleben, sondern auch mal da in den kleinen Dörfel Bozen. Und ja, und eben Teil des Gesamten zu sein, heil ist die Sache. Was ich halt extrem cool gefunden habe, die Möglichkeit zu haben, da überhaupt das auszustellen in meiner Heimatstadt, in der Altstadt, mal die Möglichkeit zu haben, meine Nischenkunst auch darzustellen und zu zeigen. Das wird auch angeboten dann für Events und für verschiedene Ausstellungen oder andere Schaufenster, um da deren Content zu präsentieren und zu zeigen. Danke dir. Danke dir.